herzlich willkommen bei unserer Online-Harmonikerschule Harmonika Veronika. Ich bin die Veronika und gemeinsam mit meinen zwei Kollegen, dem Quetschenburm und dem Schokobur, lernen wir das Spiel auf der steirischen Harmonika. So, Burschen, schön, dass wir wieder beieinander sind. Schön, dass wir da sein dürfen. Schokobur, ja. Was habt ihr mir heute mitgebracht? Ein Stickli, wo er eventuell schwindelig werden könnte, und zwar einen wunderschönen Walzer auf und nieder. Das schaut aber sehr bewegt aus. Schaut sehr, sehr bewegt aus, ja. Man kann auch dazu schunkeln, aber die Schwierigkeit hält sich in Grenzen, denn es ist ein leichtes Stück, also fällt in die Kategorie leicht. Und sollte auch wieder für jedermann zu schaffen sein. Und mit ein bisschen Übung schaffen wir das, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir keine Zeit dahin verstreichen. Auf geht's, zu geht's! Ja, auf und nieder. Ich sag auf und nieder. Na, das geht nicht, ich bleib sitzen. Okay, geht's los? Los eins, geht's. Zwei, drei. Schön, dass ihr da seid. Es geht wieder los mit unserem neuen Stück Auf und Nieder und wir beginnen gleich. Wir nehmen unseren Daumen und legen ihn auf die seitliche Leiste ab, wie immer, und dann suchen wir unseren Gleichton in der zweiten Reihe. Und erinnern wir uns natürlich, der Gleichton ist der einzige Ton in der zweiten Reihe, der auf Zug, wie auch auf Druck, gleich klingt. Ja? Und auf diesen Gleichton, da legen wir unseren Ringfinger hin, also unseren vierten Finger. So, darüber legen wir unseren Mittelfinger auf Position und wir beginnen das Stück auf Druck zu spielen. Unser erster Griff wird dann so sein, ja, also 3 und 4, also Mittelfinger und Ringfinger. Wie gesagt, Ringfinger auf den Gleichton, Mittelfinger darüber und auf Druck. Ja. Das ist aber der erste Griff. Der nächste Griff, den zeige ich euch auch gleich, dazu rutscht man mit dem Ringfinger so schräg nach oben, ja, und der kleine Finger kommt dazu und der Mittelfinger kommt jetzt aber weg. Ja. Ja. So soll das klingen, ja? Also im Prinzip so. Ja? Und diese beiden Griffe sind alle auf Druck zu spielen. Noch einmal. Dann schräg nach oben rutschen. Ja? Der nächste Griff, der ist dann auf Zug zu spielen. Dazu rutschen wir jetzt ganz einfach. Ihr seht das mit dem vierten und mit dem kleinen Finger nach unten. So, schräg nach unten. Ja? Zuerst Druck. Und dann Zug. Genau. Machen wir nochmal von vorne, nur die Griffe jetzt einmal. Also vierter Finger auf den Gleichton, Mittelfinger drüber und auf Druck. Dann nach oben rutschen, immer noch Druck. Jetzt Zug und wir rutschen wieder schräg nach unten mit dem vierten und dem fünften Finger. Ja, der nächste Griff dann gleich, machen wir noch dazu. Da kommt dann der dritte Finger und der zweite Finger gleich darüber zum Einsatz. Ja? Also zuerst so und dann so. So. Ja, noch einmal. Die wiederholen wir jetzt noch einmal. Also Druck beginnen, vierter Finger auf dem Gleichton, Mittelfinger drüber. Dann nach oben rutschen. Und auf jetzt, also Zug, und wir rutschen die zweite zurück. Und jetzt 3, 4. Ja. So, jetzt beginnen wir das einmal einzuzählen. Wir haben nämlich den Dreivierteltakt, also einen Walzer, und das geht jetzt folgendermaßen. Wir sagen 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, also wir haben immer zuerst, den ersten haben wir gleich zwei Schläge, wir müssen bis 2 zählen. 1, 2, dann rauf, Zug, 1, 2, 3. Ja, einmal noch. Wir beginnen auf Druck. 1, 2, 3. 1, 2, nach oben. Jetzt Zug. 2, 3. Ja.
Jetzt geht's weiter. Der nächste Griff, der ist noch einmal wieder kleiner Finger und Mittelfinger. Ja. Und dann kommt ein etwas schwierigerer Griff, aber den kriegen wir auch hin. Dazu rutscht man mit dem kleinen Finger jetzt da in die erste Reihe, so schräg nach unten. Ja, also von da nach da. Und der Mittelfinger kommt dazu und der Ringfinger geht weg. Und das Ganze auf Zug. Ja. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. 1, 2, 3, auf Druck. 1, 2, 3, jetzt Zug. 1, 2, wieder drück. So, jetzt schräg. Ja. Okay, einmal noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Weiter geht's. Der nächste Griff, der ist dann auf Druck zu spielen. Dazu ist das eigentlich wieder der Ausgangsgriff, den wir schon am Anfang gehabt haben. Eigentlich der vierte Finger auf dem Gleichton und darüber liegt der Mittelfinger. Und auf Druck, wie gesagt. Also vor dem, erst noch auf Zug und dann ist Druck. Ja, machen wir das wieder von vorn. Wir zählen ein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt Druck. 1, 2, 3. Ja? Also ihr seht, ist wirklich nicht schwer, das kriegt sicher hin. Weiter geht's. Jetzt müssen wir in die dritte Reihe und immer auf Druck. Ja? Das geht jetzt folgendermaßen. Ja? Also da haben wir jetzt dreimal hintereinander, immer zum Drücken. Die ersten beide Mal in der dritten Reihe. Dazu rutschen wir einfach so schräg nach oben. Vom Gleichton, so schräg, seht ihr? Und wir drücken. Eins, zwei. Und jetzt wieder zurückrutschen. Ja? Noch einmal. Ja, noch einmal. Genau. Okay, wir fangen wieder von vorne an. Wir zählen ein. Auf Druck. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt Druck. 1, 2, 3. Nach oben. 1, 2, 3. Ja. Und jetzt machen wir gleich den nächsten. Beim nächsten haben wir jetzt wieder Zug. Ja. So, nicht jetzt mit der Fingerposition. Der nächste Griff wird jetzt so funktionieren. Zeigefinger und der Mittelfinger rutschen hier auf. Ja. Und das ist auf Zug. Ging uns halt das dann so. Also vom Rhythmus wieder gleich. Wieder dreimal. Nur im andere Finger und andere Taste. Also 1, 2, wieder schräg zurück. Ja. Okay, von vorne noch einmal. 1, auf Druck. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt Zug. 1, 2, 3. 1, 2, schräg. Jetzt Zug. 1, 2, 3. Dritte Reihe. 1, 2, zurück. Jetzt Zug. Zurück. Und dieses, also das... Das muss man zweimal hintereinander spielen. Also so. 1, 2, 3, wieder zurück. 1, 2, 3. Und der letzte wäre dann auf Druck. Wieder 2, 3 hier. Also so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und Druck. 1, 2, 3. Ja? Wir machen das noch einmal von vorne. 1, 2, 3. Auf Druck. 1, 2, 3, jetzt Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3, jetzt Druck. 1, 2, 3, die dritte Rupfung. 1, 2, 3, Zug. 1, 2, 3, wiederholen. 1, 2, und wieder zurück. Und jetzt Druck. 1, 2, 3. Ja, also der letzte ist dann drei Schläge zu halten. Okay, und das Ganze, was wir jetzt gemacht haben, wiederholt sich dann noch einmal, bis auf den Schluss, der ist etwas anders. Aber wir machen jetzt gleich die Wiederholung
die startet ganz gleich, wie wir das schon gehabt haben. Das fängt wieder an mit dem Auf und Nieder. Ja? Also wieder vierter Finger auf den Gleichton, Mittelfinger darüber und wieder auf Druck. 1, so, wieder rauf, 4, 5, jetzt Zug. 1, 2, 3, 1, 2, jetzt Shake. Und so, 1, 2, 3, rauf, 1, 2, 3, jetzt Zug, 1, 2, 3, und ab da ändert es sich jetzt, ja, jetzt kommt unser Schluss und der geht folgendermaßen. Der Schluss, wir beginnen mit dem Ringfinger auf unserem Gleichton zu spielen, ja, das Ganze auf Zug, also Ringfinger, ja, dann kommt der kleine Finger hier in der ersten Reihe, also, seht ihr? Also nicht direkt darunter, sondern genau so dazwischen, zwischen diesen zwei Tasten rüber. Also vierter, kleiner. Mit dem kleinen rutschen wir jetzt so schräg nach oben. Und das alles auf Zug. Also diese drei Töne immer auf Zug spielen. 1, 2, raufrutschen. Und der letzte Griff, der ist dann auf Druck. Und da haben wir jetzt einen sogenannten Akkord. Das heißt, wir brauchen schon drei Finger. Sensationell, nicht? 1, 2, also unseren Mittelfinger, unseren Ringfinger. Ringfinger liegt am Gleichton und der kleine Finger darunter. Und das geht dann so. 1, 2, 3. Schluss noch einmal ganz. Also vierter Finger auf Zug. 1, 2, 3. Und jetzt Druck. Ja, einmal noch. 1, 2, 3. Und Druck. Okay. Wir machen das ganze Lied jetzt noch einmal komplett von vorne durch. Das heißt, mit der Wiederholung und dem Schluss natürlich dann auch. Also nicht vergessen, vierter Finger auf dem Gleichton, darüber unser Mittelfinger und auf Druck bitte zu spielen beginnen. Und natürlich müssen wir auch einzählen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt Zug. 1, 2, 3. 3, jetzt Druck, 1, 2, 3, raufrutschen, 1, 2, zurück, jetzt Zug wieder rauf, 1, 2, 3, wiederholen, 1, 2, 3, und Druck, 1, 2, 3, wiederholen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, jetzt schräg, und Druck. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zug. 1, 2, 3. Schluss. Vierter. 1, 2, 3. Ja. Einmal spielen wir es noch. Jetzt spiele ich es euch etwas schneller. Das könnt ihr dann einfach dazu spielen, wenn ihr das Lied schon relativ gut eingeübt habt von der Melodie. Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr zum Anfang hin immer mit einem niedrigen Tempo beginnt, denn schneller kann man dann immer werden. Aber wenn ihr nämlich langsam könnt, dann könnt ihr schnell auch. Also bitte am Anfang so langsam wie möglich einüben, dafür sauber spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr das dann beherrscht, dann kann man die Geschwindigkeit auch steigern. Und deswegen spiele ich euch das jetzt nochmal etwas schneller. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Druck. 1, 2, 3, rauf. 1, 2, 3, jetzt Zug. 1, 2, 3 und Druck. So, 3 wiederholen. Auf und nieder. Immer wieder haben erst gestern gemacht. Schluss, hoch, mass, halt. Ja, das wäre die Melodie. Ja, liebe Freunde, es ist soweit. Die Melodie, die haben wir bereits. Und jetzt kommt der Bass dazu. So, wir suchen gleich mal unseren richtigen Bass. Da, so nehmen wir unseren Zeigefinger her. Setzen ihn hier oben an und zählen 1, 2, 3 nach unten. Auf Zug soll dieser Bass dann so gingen. Und auf Druck so. Ja. Falls ihr jetzt diesen einen Bass, diesen sogenannten X-Bass, hier nicht habt,
ist das kein Problem. Dann zählt ihr nur von dem weg. 1, 2, dann solltet ihr auch den richtigen Bass haben. Und falls ihr euch da nicht auskennt, dann macht ihr diesen Gehörtest einfach auf Zug. Soll so klingen und auf Druck dann so. Ja, wenn er gleich klingt, dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Darunter legen wir unseren Mittelfinger in Position und dann den Ringfinger. Und das sind die drei Finger, die wir beim Bass hier benötigen. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt geht es folgendermaßen. Wir haben hier den Walzer, also den Dreivierteltakt. Der geht dann im Prinzip ja so. Ich spiele nur mal ganz kurz vor. Ja, das funktioniert folgendermaßen. Auf Druck beginnen wir immer mit dem Ringfinger zu spielen. Ja? Also 1, 2, 3. Okay, also man hat gesehen, der erste ist der Ringfinger. 1, dann zweimal der Mittelfinger hintereinander. Und das Ganze noch rhythmisch dann. Also 1, 2, 3. Jetzt kommt der Zeigefinger. 1, wieder Mittelfinger. 2. Ja, noch einmal. Vierter beginnt. 1, 2, 3, Zeigefinger. 1, Mittelfinger. 2, 3. Und auf Zug, nicht vergessen, auf Zug haben wir dann immer mit dem Zeigefinger, mit dem wir beginnen. Ja? Also auf Zug. 1, 2, 3. Immer dasselbe Prinzip. 1, 2, 3. Ja? Also 1, 2, 3, vierter, 1, Mittelfinger zweimal, Zeigefinger, Mittelfinger wieder zweimal. Ja? Das wäre unser Walzertakt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, auf Zug, 1, 2, 3, 1, 2, 3, genau. Ja, leider bleibt es nicht nur beim Bass, sondern wir müssen auch die Melodie dazu spielen. Das geht jetzt folgendermaßen. Wir suchen jetzt, wie wir schon gelernt haben, mit dem Ringfinger unseren Gleichton auf der Diskantseite. Also Gleichton, nochmal zur Erinnerung, der einzige Ton, der auf Zug und Druck gleich klingt in der zweiten Reihe. Dann alle anderen, die gingen auf Druck und Zug unterschiedlich. So, jetzt geht's los. Wir haben hier beim Auf und Nieder einen Auftakt, also das Auf und Nieder. Also bei Nieder setzt erst der Bass ein. Das geht jetzt so. 1, 2, 3. Und jetzt wieder der Bass einsetzen. Ja? Und da wir hier dann gleich auf Zug spielen, ja, richtig, genau, beginnt beim Bass der Zeigefinger zu spielen. Also, ganz langsam. 1, 2, 3. Jetzt Zug. 1, 2. Habt ihr gesehen? Ich bleibe hier, diese zwei Schläger hier liegen auf dieser Taste. Ja? Während ich hier auf 1 und auf 2, ja, schon mal extra drücken, muss ich sagen. 1, 2, 3, noch einmal, 1, 2, 3, so, 1, 2, 3, hier, und hier haben wir dann 1, 2, 3, das sogenannte halbe Note, 1, 2, 3, also 1, 2, 2 Schläge hier drauf bleiben, während wir hier auf jedem Schlag immer extra andrücken müssen. 1, 2, 3. Ja, und so zieht sich das eigentlich das ganze Lied immer durch. Wir beginnen nochmal vorne mit Druck. 1, 2, 3, Zug. 1, 2, 3. Jetzt vierter Finger. 1, 2, schräg. Und zu. 1, 2, 3. Ja, also immer 1, noch einmal von vorne. 1, 2, 3. Auftakt. 2, 3 und auf Zug. 1, 2, 3. Vierter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, machen wir das noch ein bisschen langsamer. 1, 2, 3. Auf Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja? Also da haben wir dann gleichzeitig immer zum Spielen. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Jetzt haben wir wieder Zug und auf Zug nie vergessen beginnt der A. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und zu. 1, 2, 3. Ja, und da haben wir jetzt eine Dreiviertelnote, das heißt, wir bleiben drei Schläge hier liegen. 1, 2, 3, während wir hier beim Bass so spielen. 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. Ja, das Ganze wiederholt sich dann, wie wir schon gelernt haben. Hier ist es aber dann so, dass der Bass jetzt nicht wieder aussetzt, sondern wir spielen gleich weiter. Deshalb beginnen wir nochmal von vorne und dann zeige ich euch das noch einmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zug. 1, 2, 3. Und Druck. 1, 2, 3, jetzt geht's weiter. 1 und. Ja, genau. Zug. Jetzt kommt der Schluss. Am Schluss haben wir wieder was Eigenes. Am Schluss drücken wir dann den vierten und unseren Mittelfinger gleichzeitig. Also so. Das ist unser Schluss dann. Ja, so wird der Bass zu spielen. Also Bass auch langsam einüben, wie bei der Melodie. Versucht es ganz langsam, exakt zu spielen. Und wenn es einen Fehler macht, dann merzt diese Stelle aus, also nicht immer wieder drüber spielen, sondern einfach an dieser Passage, an der ihr euch schwer tut, die öfter wiederholen, ja, bis das gut geht und dann funktioniert das aber auch. Ich sage aber trotzdem dazu, zuerst immer die Melodie gut einlernen und erst dann den Bass, also nicht sofort den Bass. Ich weiß, das ist schwierig, man möchte das gleichzeitig spielen, aber ihr kommt schneller ans Ziel, wenn ihr wirklich die Melodie zuerst gut einlernt, denn dann geht der Bass fast von allein. Also, wir beginnen von vorne, diesmal spiele ich es wieder ein bisschen schneller. Und ja, genau, ihr spielt es zuerst langsam. Wenn es gut geht, dann könnt ihr die Geschwindigkeit auch hier natürlich steigern. Wir spielen jetzt etwas schneller. 1, 2, 3. Druck. Liebe Leidln, das war's mit Auf und Nieder. Viel Spaß beim Üben. Ja, Auf und Nieder lerne ich euch jetzt. Das Stück geht folgendermaßen los. Wir suchen den Gleichton und legen den Ring... Sonst geht's dir gut, oder? Na, komm her. Tja. Und legen den Ringfinger da drauf. Was soll das? Das ist meine Aufgabe, die habe ich schon gemacht, gell? Schön. Du warst nicht da. Du wirst jetzt das Lied lernen. Ich werde es lernen. Ja, das sieht man wieder, dass ich mich einfach... Dann gehen wir einmal aufs Klo. Dann komme ich zurück, ja? Und er spielt schon wieder. Er macht, lässt wieder den Lehrer raushängen, ja? Obwohl er keiner ist. Richtig. So ein Trottel. Aber das sage ich euch im Vertrauen. Ein Vollidiot. So. Ja, sehr schön. Ja, wir haben das Lied gelernt. Jetzt muss ich das ihm noch beibringen, aber er ist ja ein hoffnungsloser Fall. Das wisst ihr auch. Aber. Ja. Ja, ich kann nicht. Er ist so ein Pilotprojekt von mir und ich versuche da. Ja. Ich kann nur so gut sein, wie mein Lehrer gut ist. Und bin ich so scheiße. Mhm. So. Er fängt dich an. So, los geht's. Auf und nieder. Den Bass lassen wir mal am Anfang weg, gell? Nicht vergessen. Richtig. Sag mal, wie wir beginnen. Wie beginnen wir? Nee. Oh ja, hat sie wieder sein Video nicht angeschaut. Mit Gleichton auf dem Ringfinger. Richtig, genau. Mit Gleichton auf dem Ringfinger. Sehr schön. So, das heißt, ich biege mir das Pickel da drauf.
So. Aber nüchtern bist du, oder? Ja. Nüchtern bist du? Nüchtern bin ich, ja. Nüchtern ist er. Ich hab nichts okay. gegessen. Okay. Sehr gut. Was mir nicht schmeckt. So. Wir beginnen mit dem Ringfinger auf den Gleichton. Ja, ja, also ich, wir beginnen und ich muss da. Aber wir beginnen. Ne? Wir. Ja. Denn wir schaffen das, ne? Ja, Majestätsplural. Ja. So. Genau. Jetzt. Ja. So. Zeig das einmal schön her in die Kamera, wie das jetzt funktioniert. Zeig, er hat einen Fehler gemacht. Dritter und genau. Mittelfinger und Ringfinger beginnt zu spielen. Danach müssen wir aber dann so schräg mit dem Ringfinger in die dritte Reihe rutschen. Ja. Ja, falsche Finger. 4 und 5 spielt das dann oben. Ja, genau. Also mit 3, 4 beginnen wir noch einmal. Ja, dann mit dem kleinen Finger mit dem Ringfinger rauf, genau. Und jetzt zurückrutschen. Jawohl, auf zu. Jetzt, ja, Achtung, da haben wir jetzt 4, 5 und jetzt 2, 3. Ja, genau. Mhm. Noch einmal von vorne. Jetzt Zug. 4, 2, 3. Wieder 4, 5. Ja. Ja, nicht so weit. Achtung. Ja, genau. Ja, hast du, das musst du hören, dass das jetzt grauslich gekommen hat, oder? Nein, mir gefällt das, mir gefällt alles, was ich spiele. Ich bin nämlich ein Narzisst. Ah ja, weg. Gib einmal die Botzen. Jetzt erkläre ich einmal was, ja. Erster Finger. Erster Daumen. Zweiter. Mach auf die Offenkalle her. Dritter. Vierter. Fünfter, ja? Wenn ich sage, du fängst mit dem dritten an zum Spülen, ja, dann spülst du mit dem dritten. Werde ich tun. Das werde ich dir erzählen. Oh, das habe ich. Okay, fangen wir mal an. Na, vierter. Auf, eins. Na, und jetzt zählst du dann bitte noch ein. Eins, zwei, nein. Du wartest bis drei. Okay. Und erst auf eins. Ich zähle eins, nein. Jetzt streng dich an, aber hörst du, weil sonst kannst du gehen. Ja? Er stellt sich nicht nur so, ich sage es euch nur. Ich bin so ein guter Schauspieler, dass er glaubt, dass ich ja nicht nur so still, sondern auch so bin. Also, sieh mal wieder, wer da. Wer da wirklich toll ist. Wir unterhalten uns später noch, gell? 3, 1, 2, 3, und jetzt 4. 2, 3, jetzt 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 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 3
Hast du aufgepasst? Mhm. Bin so stolz. Er ist so ein guter Lehrer. Und ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte ihn schon viel früher kontaktieren sollen. Das war mein Fehler. Klar. Aber wie so oft im Leben. Der wird zu spät kommen, man sich die Zeit nicht aus. Ja. Passt! Dann spielen wir das Ganze in die ganze Zeit. Spiel's einmal gescheit, aber. Jetzt spürst du mal den Bass. Wir spielen den Bass jetzt auch noch. Ich hab dir das schon 100 Mal erklärt, Harmonika spielen, das ist nicht nur da. Nicht nur da auch. Ja. Das ist nicht alles so einfach, wie du immer denkst. Ich habe noch nie einen Walzer Bass gespielt in meinem ganzen Leben. Das ist nicht alles so rosa-rot, wie du immer so alles siehst. Das Leben ist hart. So, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das? Such dir mal den richtigen Bass. Zeigefinger mal auf den X-Bass. Das ist ein X. Ja? Du wählst den. Dann einen nach unten. Und noch einen nach unten. Ja. Genau. Klingt der gleich bei dir? Zug. Und Zug. Klingt der Beicher gleich? Wenn er gleich klingt, zieh ihn mal lang aus. So. Und auf Zug. Ja. Wenn er bei euch gleich klingt, dann haben wir den richtigen erwischt. Darunter setzt du den Mittelfinger. Nein, nicht rutschen. Rutschen tun wir in der Therme, aber da bleibst du jetzt liegen. Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Ja, genau. Immer darunter. Probier mal den Zeigefinger zum Drücken. Auf Zug. Auf Zug. Aufmachen. Ja, genau. Mittel. Ringfinger. Ja? Genau. Jetzt hast du irgendwie eine Frage. Wenn du mit Druck zu spielen beginnst, also zusammendrücken, verstehst du? Verstehen? Ja. Okay. Zusammendrücken, mit dem Finger beginnt dann beim Pass? Welcher beginnt? Ich glaube, also es ist auf jeden Fall ein Finger der linken Hand. Und die Antwort hat 3 Silben. Puh. Na. Es ist nicht alles nur 3. Das Leben besteht dann aus 3. Auf Druck beginnt der 4. Finger zu spielen, ne? Beim Bass beginnt immer auf Druck, ja, wenn wir uns einen Bass suchen. Ja. Immer der 4. auf Druck. Und ja, auf Zug? Der 4. ist da? Ringfinger. Ich habe gesagt 3 Silben. Super. Jetzt hast du alle verwirrt. Ich habe gesagt 4. Also 4. Ja, 2. Wir müssen an unserer Kommunikation arbeiten, ja. Das sage ich dir nicht. Aber das ist dein Fehler, nicht meiner. Sein Fehler, okay? Ihr seid auf meiner Seite. Okay. Ja. Beginn mit dem Bass einmal. Band 1, 2, 3, also 1, 2, 3, mit Zeigefinger, Mittelfinger und versuch den Bass kurz zu spielen. Ja? Also schon, also den Bass stark hören, ja nicht so extrem. Zack, zack, 1, zack, zack. Warum kurz? Erstens klingt das schöner, weil das andere klingt, ja, gelinde gesagt. Und vor allem, ihr braucht extrem viel Luft, wenn ihr den Bass so... Ja, da kommt mit der Luft früher oder später bei schwierigeren Liedern, wo einfach längere Druck- und Passagen sind, oder auch Zugpassagen, kommt es mit der Luft nicht mehr zusammen. Ne? Ja, also, da steigt dann eher sowieso aus. Also die schwierigeren Lieder machen wir noch mehr dann zusammen, ja, weil das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Das tue ich mir nicht an. Das ist mir zu anstrengend. Ja. Zum Glück bin ich geistig nicht in der Lage, das Ganze zu verstehen und zu deuten. Darum glaube ich einfach mal... Ja, deswegen. Er fühlt sich nur gut, weil er mich erniedrigt und darum lasse ich ihm das durchgehen. Ja. So, den Bass haben wir gesagt, lange, richtig? Sei geben und nehmen. Ja. Okay. Genau. 1, 2, 3. Und auf Zug beginnen wir dann mit dem. Jetzt Zug. Zeigefinger. Jawohl. Genau. So ist das. Also ein Bossmarsch schon mal. Ja. Und jetzt haben wir noch die Diskantseite. Die Diskantseite, das ist unsere Melodieseite. Ja? Da lernen wir noch was. Bei uns können sie was lernen. Ne? So ist es. Okay. Ja, für Blödsinn. Auch. Aber ja. Spaß muss sein. Ne? Ja.
Gut, Melodie, wir haben hier einen Auftakt, das heißt auf und. Mhm. Spielen wir nur mit einer Warum heißt dann auf und nicht Auftakt? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Das jetzt Schreibt in die Kommentare. Das wäre jetzt. Ich werde das jetzt umschreiben. Mhm. Auftakt nieder, immer wieder. Ja, Hatschuh. Fehler. Fehler? Jetzt Zug. Ja, und da setzt dann der Bass ein. Ja, bitte, da haben wir. Eins, zwei. Na? Dann 2, 3. Ja, du hast hier zwei Schläge, wo du mit dem vierten und dem fünften Finger auf der Tastatur bleiben musst, während du auf 1, 2, 3 immer da rein drücken musst. Ja? Alles noch einmal Auftakt. Wir zählen ein. Zählen. 1, 2, 3. Auf. 2, und. Also. 2. Aus. Bis 2. 1, 2. Schön sauber spielen. 1, 2. Ja, nochmal, dann 4, 5. 1, 2, 3. Ja. Oi, 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 oi. Nein. Ich bin. Das wird in dem Leben nichts mehr, das sehe ich schon. So, jetzt streng dich an. Nimm alles deine kompletten Reserven und spiel das so. 1, 2. Ja. Nein. Jetzt hast du schon verspielt und jetzt, wenn ihr das daheim zum Beispiel habt, ihr verspielt euch da nicht weiter wurscht und sondern beginnt einfach nochmal von vorne. Ist keiner von euch ist so blöd wie ich. Ja, da muss ich ihm aber zurecht. Da muss ich ihm recht geben. Da hat er mal ein wahres Wort gesagt. Ihr seid super! Ihr seid super! So, jetzt so nicht Blödsinn da machen, sondern. Blamier mich nicht komplett vor die Leute. Ja. So? Na ja, komm. Ja. Nein. Dann haben wir es. Erst jetzt. Da haben wir es. Das ist ein Passfehler. Wir haben hier keine Polka, sondern Walzer. 1, 2, 3, 1. Noch einmal. 1, 2, 3, 1. Genau, jetzt ist es richtig. Ja, und dann wiederholen. Wiederholen wir jetzt. Na, bei der Wiederholung führt der Boss weiter. Na, Wiederholung. Auf und nieder, immer wieder, immer wieder. Haben wir es erst gestern gemacht. Noch Schluss. Noch was. Wurscht, weil jetzt ja, ich glaube, haben wir es erst gestern gemacht, machen wir es heute auch und morgen und die nächsten 3 Jahre. Also, übermorgen, ja. Ich hoffe, in 3 Jahren machen wir ein neues Video zu Auf und Nieder und ich schwöre euch, erst dann noch keine Millimeter weiterkommen. Richtig, und ich habe mich schon erschlagen. So, das war's. Viel Spaß beim Üben mit Auf und Nieder. Ihr kriegt jetzt einen Watschen von mir für diese frechen Ansagen hier. Und ja, das nächste Mal mache ich glaube ich einen an. Watschen lerne ich von mir, ja. Kann dir gar nicht widerstehen, ich muss dich wiedersehen. Harmonika, Veronika, ich wär so gern dein Quetschenstar. Harmonika.